Heute ist Boss-Time angesagt und damit willkommen zurück zu Kirby Planet Roboworld, denn es geht nicht an einen stinknormalen kleinen Zwischenboss, sondern heute geht's an den ersten richtigen Boss, nämlich den Boss der ersten Welt. Und hier haben wir auch schon mal drei Fähigkeiten, die wir uns auswählen könnten. Entweder diesen Dr. Kirby, der alle Probleme löst, diesen Frisbee-Wurfmann, ja, keine Ahnung, und den Frieseblitz. Ja, aber ich würde sagen, da die Doktors normalerweise allwissend sind, nehmen wir doch sie, und mit seinem allwissenden Wissen dürften wir hier, wo das Spotlight auf uns gerichtet ist, ordentliche Arbeit leisten. Ab geht's zum ersten Boss rein. Und ich muss euch was Trauriges mitteilen. Ich habe das hier schon mal gespielt, weil ich habe aufgenommen, ohne eigentlich aufzunehmen. Na, weiß ich auch, dass der erste Boss Cyber Wispy Woods ist, und ich habe mich schon gewundert, warum der nicht seine alte Taktik behalten hat, einfach mit diesen Äpfeln zu werfen. Der wirft jetzt nämlich einfach so nach dem Motto, Bäumchen, streck dich, rüttel dich, streck dich, bla bla blub, mit seinen bombenartigen Blättern. Finde ich irgendwie ein bisschen strange, aber gut. Ist allgemein ein bisschen strange, in so einer industrialisierten Welt zu leben. Ich habe heute richtig viel geschafft in dem Part, deswegen bin ich gerade mega mies gelaunt, dass er nicht aufgenommen wurde. Kennt ihr das? Ihr nehmt auf, ihr denkt, ihr habt was richtig gut gemacht und dann hat es einfach nicht aufgenommen. Die Welt ist so tragisch. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir es jetzt genauso gut besteigen. Durchblicken, alles drum und dran. Keine Ahnung, eins von den beiden. Auf jeden Fall ist der hier auch schon ganz schön rapide dabei. Jetzt dreht er zum Beispiel mal wieder am Rad, wie immer eben. Na du Kleiner. Willst du, hol dir das Lasso holen? Okay, hat gerade wenig Sinn gemacht, aber trotzdem. Da kommt mir irgendwie so vor, als ob der gerade so wie ein Stier einfach immer mein rotes Leinentuch reinrasen will. Lass ihn natürlich nicht zu, aber trotzdem. Es ist gerade so eine kleine Ähnlichkeit zu sehen. Nee, muss jeder zugeben. Komm, renn mir da doch rein. Hat er mich platt gemacht, alles klar. Platt wie der Flunder. Dreh dich halt um. Nein, 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 nein. Ich will meine Fähigkeit haben. Ich will meine Fähigkeit haben. Traue ich, dass ich einfach so durch ihn durchschweben kann. Aber gut. Ist halt wohl kein großartiges Hindernis, ne? Das kann ja nur zeigen, wie easy zu schlagen du eigentlich bist. Und Bäm. Was machst du jetzt? Er hat mich gefangen genommen. Ich hab Klaustrophobie. Lass mich hier raus. Was machst du mit mir? Ich hab Platzangst. Oh. Jetzt stehe ich also unter sehr, sehr fairen Bedingungen. Unter Beschuss. Finde ich gut. Sowas will man gerne sehen. Und jetzt stochert er nicht ernsthaft auf mich rein, oder? Ey, komm. Ist das doch nicht dein Ernst? Was machst du, Junge? Junge! Ich hab Angst vor dir. Ich meine, das ist berechtigt, aber ey, flipp halt gleich aus. Naja, jetzt ist er auch weg. Und ich schmeiß dir noch meine Pillen hinterher. Ich meine, vielleicht kommt er da ja wieder zur Vernunft. Ich kann ihm vielleicht ein bisschen helfen. Ich meine, Doktors sind dafür da. Und er weint Öl aus seinen Augen. Oh, nicht wein, Kleiner. Du hast nun dieses Mal verloren. Wir werden uns vielleicht wiedersehen. Und da lasse ich dich vielleicht wieder nicht gewinnen. Aber es ist nichts Schlimmes dabei, ne? Es ist nichts Schlimmes. Jetzt kam auf jeden Fall die Meldung, dass wir auf der Overworld die erste Basis zerstört hatten. Nämlich dieser Fuß ist jetzt nicht mehr so bläulich umschimmert, sondern er ist kaputt. Das heißt, die erste Basis von wem auch immer ist zerstört. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich auch mindestens 5 Welten haben, die wir hier bereisen können. Von dem her würde ich sagen, weiter in Welt 2, Orte der Ordnung und dem ersten Level von jener Welt. Ich muss es euch einfach nochmal demonstrieren, weil am Anfang war ich mega geflasht, dass es hier einfach Autobahnen gibt oder so Straßen. Und das Kirby einfach so an der Wand fetscht, wenn die Ampel auf Rot ist und man trotzdem über die Straße läuft und ein Auto kommt. Das habe ich so abgefeiert und das muss ich einfach nochmal zeigen. Und ich wollte jetzt einfach nochmal ein zweites Mal zeigen, weil es so schön ist. Alles klar, Mann. Nee, aber wirklich, die Level habe ich wirklich richtig Hammer gefunden und was alles auf uns zukommt. Einfach nur unglaublich. Aber ich weiß auch jetzt, dass ich die Sachen besser schneiden kann. Das heißt, ich werde den 15-Minuten-Cut an einer besseren Stelle setzen. Das hat auch so einen kleinen Vorteil, dass ich jetzt weiß, was auf uns zukommt. Zumindest im ersten und zweiten Level der zweiten Welt.
Und ich kann nur sagen, Freunde, bleibt dran, es lohnt sich. Weil da kommt echt Hammer-Sachen auf uns zu. Das Komische ist, ich kann jetzt halt hier wirklich durchrushen, weil ich exakt weiß, wo alles ist. Das heißt, jedes Mal so anders Playthrough. Hier hinten zum Beispiel wusste ich eigentlich am Anfang gar nicht, dass man nach hinten kann, aber hab dann so ein bisschen gesehen, weil, ja, das hat schon so ein bisschen durchgeschimmert. Und da dachte ich mir, jetzt geben wir mal einen Blick. Und latschen hier hinten in den. Egal, ob die Ampel rot ist oder nicht, wir machen das, weil wir sind Draufgänger. Wir lassen uns von niemandem was vorschreiben. Wenn wir wohin wollen, dann gehen wir da auch hin. Schönes kleines Kästchen. Komm mal her. Ich kann die gar nicht einsaugen, kann das? Ich meine, ich stehe eigentlich auf Katzen. Den kann ich eigentlich wirklich nicht wehtun. Aber die hat's irgendwie gewollt, ne? Nö. Katzen soll man nicht wehtun. Freunde, falls irgendwo eine Katze auf der Straße seht, streichelt die, weil ich liebe Katzen. Katzen sind meine Lieblingstiere, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch selbst eine Katze. Und die sind so zutraulich. Erst letztens, als ich beim Kumpel war, da kam so ein kleiner Kater und hat sich die ganze Zeit so anhänglich an mein Bein gehangen. Das war einfach das Knuffigste, was ich an dem Tag erlebt habe, wirklich. Also Katzen sind echt Hammertiere. Auch wenn ich darf mal kurz ausschweifen, oder? Sagen muss, dass Katzen anscheinend eine der gefährlichsten Tierarten für die Ausrottung von Tieren sind. Die haben anscheinend schon weltweit 33 Arten ausgelöscht. Hammer, also das wusste ich echt nicht. Die sind eigentlich ganz knuffig, aber wenn ich das mal so betrachte. Ja, Katzen sind schon ein bisschen brutal, muss man schon mal sagen. Naja, egal. Jetzt haben wir uns Essen geholt und... geh mal wieder her. Ich will mir nämlich meinen Schirm behalten, das glaube ich auch noch neu. Dadurch kann man nämlich nach oben flattern und... man kann so in der Luft schweben. So, normalerweise. Ganz genau so. Unser Schatz wurde hinten runtergelassen und den können wir uns gleich auch nochmal ganz geschmeidig abstauben. Weg mit dir. Ich rasiere mich hier nach oben mit meinem Rasierblattrotor. Muss mal so durchgehen lassen. Ne? Ja. Und gib mir das Geschenk. Ich will mein Geschenk haben. Ich weiß zwar schon, was es ist. Ich habe schon nur eine kleine Vermutung. Wisst ihr, was es sein könnte? Dann schreib es jetzt in die Kommentare. Ganz genau, es war ein Roboblock. Nämlich der zweite. Aber es hat auch Vorteile, dass ich hier das zweite Mal drin bin. Denn jetzt kann ich ein bisschen mehr auf die Mucke achten, die wirklich schon mal richtig Hammer ist. Echt? Und die Fähigkeit hatte ich am Anfang richtig abgefeiert. Schaut es euch an, es ist ein Jet. Es ist ein... Gott... verdammter Jet. Ich meine, mit uns als Mitarbeiter hätte die Lufthansa wirklich gar keine Probleme mehr. Die können einfach sagen, okay, wir haben einen gechillten Arbeiter. Der macht alles. Schaut ihn euch an, wie der dabei ist. Der macht seine Sidekicks, seine Roundhouse-Kicks, was weiß ich. Die Roundhorse-Kicks, also die die runden Pferdekicks. Ganz genau so wollte ich es auf Deutsch übersetzen. Und... dann wächst kein Gras mehr, liebe Freunde, denn der rasiert euch alle. Durch Ducken kann man hier auch ganz geschmeidig ausweichen, also das ist echt schon ganz cool, praktisch. Und lass mich schweben, ich will dir mit meiner Schwebattacke nämlich den Rest geben, so. Dankeschön. Den gönnen wir uns dann allerdings trotzdem nochmal ganz kurz. Denn jetzt sind wir Ness aus Super Smash Bros. Mit seiner... telekinetischen Fähigkeit. Kommt mir irgendwie so ein bisschen vor, als ob das hier Mewtwo wäre, aber die Parallelen sind nur minimal vorhanden. Ja, nur minimal. Bitte nicht überfahren, denn ich bin ein ganz, ganz normaler Bursche, der hier sein Leben Spaß hat. Und den Spaß will ich möglichst auch behalten, deswegen nicht überfahren. Nicht überfahren. Was wir jetzt mal herausfinden, können die Autos auch diese Gegner überfahren? Weil das habe ich beim ersten Mal nicht rausgefunden. Die haben die irgendwie total in Ruhe gelassen. Anscheinend sind die was Besseres als ich. Das finde ich echt ziemlich unfair. Wirklich. Auch wenn die Zebrastreifen sind, die müssten da eigentlich durchrasen. Und sie bezwingen. Ist so. Total mies. Und hier bräuchte ich den Robo, das habe ich auch schon am Anfang nicht mehr gefunden. Ich wusste nicht, was war das? Wie sollte man da bitte schon reinkommen? Ich habe hier keinen Robo. Das ist doch unfair. Oh, das war auch unfair. Zumindest ist die Batterie jetzt wieder hinten. Alles klar.
Und schnell rüber, bevor der Bus wiederkommt und mich überfahren will. Die sind nämlich ganz böse drauf. Die denken sich so, yay, wir sind Rebellen. Wir halten nicht an, wenn da irgendwie so ein kleines Kind über die Straße wird. Nein, nein. Wenn die Ampel auf grün ist, dann fahren wir. Mhm. So muss man das machen. Ich meine, so sagt die Regel. Und das jetzt so, brauchten wir, glaube ich, sogar die Psychofähigkeit. Ja, schaut euch das an. Wir konnten das nur hierdurch öffnen. Ansonsten wäre das gar nicht öffnungsdürftig geworden. Das allerdings habe ich am Anfang nicht gesehen. Dass hier noch so ein Robo versteckt ist. Ich bin einfach weitergegangen und dachte mir so, okay, hier hinten ist nichts mehr. Aber da war echt ein Robo versteckt. Hammer, okay, jetzt weiß ich auch, wie man den goldenen Sticker da hinten noch bekommt. Freunde, es hat einen Sinn gehabt, warum wir zweimal reingehen. Nämlich ganz genau den, dass wir hier noch den Robo holen können, um uns hier hinten die kleinen goldenen Sticker einzuverleiben. Und das machen wir noch ganz kurz. Und ich wette, das ist nämlich ein ganz besonderer. Hoffe ich jetzt einfach mal zumindest, aber ich bin mir da schon ziemlich sicher. Deswegen mal schauen, was das hier noch für einer ist. Und mit dem Flammenwurf können wir hier auch ganz geschmeidig weiter durchstürmen. Ey, komm, ich wollte doch nur mal schauen, ob ich die Autos hier auch zerbetschen kann. Anscheinend kann ich das nicht. Schön zu wissen. Danke. Na, egal. Gehe ich eben etwas bedrückt durchs Ende. Und jetzt bitte. Platz 1, Platz 1. Nein, das ist doch Platz 7 oder Platz 6. Aber ich muss sagen, einfach um ehrlich zu sein, beim ersten Playthrough habe ich es auch nur auf Platz 6 geschafft. Da habe ich dann meine Begründung zur Schulden kommen lassen, dass ich den Robo übersehen habe. Jetzt allerdings weiß ich nicht, warum ich das jetzt wieder auf Platz 6 geschafft hatte. Na egal. Du hättest den Sticker Eileen und den goldenen Sticker oder den seltenen Sticker Goey. Zusammen mit Logo Dreamland. Aber hey, das hat auch nochmal was sehr, sehr Cooles, dass wir das Level jetzt nochmal gespielt haben. Denn wir haben dieselben Sticker nochmal gesammelt und haben trotzdem erneut die verdammten selben Sticker nochmal neue Sticker freigeschaltet. Was bedeutet, man kann einfach die ganze Level nochmal replayen und kann dadurch schon alle Sticker sammeln. Ist doch mal ganz cool zu wissen, oder? Naja, weiter geht's in Level 2. Ich werde jetzt nämlich wahrscheinlich hier einen kleinen Schnitt drin setzen. Und ich weiß ganz genau, wo ich den setze. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Komm zu Papa, denn Papa ist cool. Jetzt kämpfen wir also schon durch diese oder gegen diese Roboter. Eigentlich hätte ich gedacht, dass nur ich mächtig wäre. Oder so mächtig wie um sie zu benutzen, aber anscheinend sind es auch diese kleinen roboterartigen Wesen hier. Finde ich nicht ganz so cool, muss ich ehrlich zugestehen. Aber gut, muss man anscheinend mitleben. So. Lass dich mal ganz kurz schlagen. Dankeschön. Und? Ich schlag dich ins Gesicht. Und ab nach unten. Voll aufgeladen. Gehen wir dann auch unseres Weges durch diese... Keine Ahnung, was sind das eigentlich für dicke Dinger gewesen? Ich habe absolut keinen Plan. Hammer. Und jetzt kommt was, auf das ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Nämlich diese Side-Shooting-Action. Hammer, oder Freunde? Es gibt wirklich einen klassischen 2D Side-Scrolling-Shooter in Kirby-Spielen. Wie genial ist das denn, bitteschön? Und da würde ich sagen, genau an der Stelle machen wir auch einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Freut euch drauf. Ich tu's. Und haut rein und schau euer Feuerstachel. Daumen nach oben bitte nicht vergessen, falls euch das Spiel gefällt und wenn ihr mich unterstützen wollt. Und haut rein. Ciao.